Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind im Keller. Bekannterweise. Wir sind gerade durch Bitarzell durchgelatscht hierher. In die tiefsten Tiefen. Um nochmal die Wärmegebäude zu finden. Frag mich übrigens, was die Wärmer sich dabei gedacht haben, irgendwelche hohen Türme unterirdisch zu bauen. Weil es muss ja irgendwelche Gründe geben, haben das irgendwie eine gute Idee gewesen ist. Ich finde es schön, dass es auf einmal mehr humanoide Roboter gibt wie den da. Was an sich ein bisschen unlogisch ist. Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht, über die ganze Dwemer-Zeug. Es ist halt so, dieses in... Ich glaube, die Elder Scrolls... Kann man den eigentlich Attentäter? Nee, leider nicht. Die ganzen... Oh, aber auch mal aussaugen kann ich den Roboter, ist klar. Das in Morrowind zum Beispiel, da kann ich mit... Da hatten die... Lag gleich daran, dass ich jünger war, hatten diese ganzen Dwemer-Einrichtungen immer noch irgendwie so für mich so ein... Ich sag mal, irgendwie auch gruseligen Teil. Gut, ich war halt irgendwie... Boah, wie alt war ich damals? 14 oder 15? Also nicht so unendlich alt. Das war vielleicht, hat vielleicht zu meinem Eindruck nach zugeholfen. Und das wirkt halt also ein bisschen fremd und seltsam. Und dieser Eindruck ist das, was sich für mich in all den Jahren irgendwie mehr oder weniger als Anspruch ergeben hat an so eine Dwemer-Einrichtung, wie das auszusehen hat oder wie zu wirken hat. Und vor allen Dingen die Dwemer-Roboter, ich meine, die haben halt irgendwelche großen Dampfmaschinen gebaut, aber die haben vor allen Dingen groß gebaut und mächtig. Also die Beute passen dazu. Aber was sie nicht gemacht haben, ist irgendwelche also sie hatten so ein paar kleine Feinde für die Grandsander, aber wenn man sich mal die Dwemer-Spinnen anguckt, die Centurios oder die Kugeln, deren Namen ich gerade vergessen habe. Das sind halt alles irgendwelche sperrigen Maschinen. Also die sind halt... Oh, was ist denn das da? Was ist denn das da für Bubbeln? Wie komme ich da hoch? Also anscheinend von der anderen Seite, aber... Leeren Anomalie? Okay, das ist anscheinend ein neues Feature, das mir noch keiner erklärt hat. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oder, oh, gibt es jetzt hier in ESO einfach so eine Kletterdinger? Es gibt jetzt so eine Kletterdinger in ESO? Cool. Wo gerade ein bisschen guckt euch das Ding mal an. Das ist ein großer, klobiger Roboter, der irgendwie halt mit der Steampunk-Magie der Dwemer irgendwie funktioniert. Übrigens auch unlogisch, das gab in Morrowind gab es ja Geister in den Dwemer-Einrichtungen. Ich bin mir noch ganz sicher, ob da keine Kanon-Erklärung gibt. Ich hab Morrowind leider irgendwie nie so richtig komplett durchgespielt, oder zumindest nicht so mit offenem Auge. Und kann gar nicht sagen, ob es irgendwie eine gute Erklärung dafür gab, dass es Dwemer, Geister gab. Also das, die Dwemer sind ja tiefen... Wenn mal Zwerge, ich weiß gar nicht, ob die Inlor eigentlich überhaupt als Zwerge bezeichnet werden. Oder ob das nur so ein Ding ist, was halt Leute von außen machen, weil eigentlich sind das ja Elfen. Das sind halt die tiefen Elfen. Okay, eigentlich ist das alles Elfen, aber. Nee, was weg machen. Und. Das Ding ist, da gab, liefen halt immer Geister rum. Was hat so einen komischen Typen, die hatten immer so einen lustigen Helm auf dem Kopf. Was ist das denn hier für eine Brücke? Die sieht nicht so aus, als wäre von den Dwemern erbaut worden. Muss ich hier eigentlich hin? Ich bin komplett von... Nein, ich bin nicht von Korsat gekommen. Aber das ist wahrscheinlich die örtliche Ortschaft, oder? Die Geisterlichtgrotte. Ich sage nicht, hier gibt es Quest. Oh, zerrissener Stoff. Warum gibt es eigentlich in solchen Orten hier immer diese Gegenstände, die ich... Ah, nee, doch nicht. Okay, ist eigentlich sicher. Zurück zum Thema. Auf jeden Fall, eigentlich sollten ja gar keine Dwemer Geister existieren. Logischerweise. Weil die haben ja alle aufgehört zu existieren und haben irgendwie den Traum verlassen oder. Und das hat ja auch... Zumindest hat es hat nur auf einer Ebene funktioniert. Jetzt ist die Frage, ob Geister in einer anderen Ebene existieren, aber eigentlich nicht, ne? Weil die Ebenen sind ja schon relativ klar abgegrenzt. Ob die, also zum Beispiel die Stadt der Uhrwerke lebt in ihrer eigenen Ebene, die ganzen Ebenen von Oblivion sind jeweils irgendwo anders. Das ist ja der eine Zwerg auch überlebt, der an der lustigen Krankheit erkrankt ist. In Dagoth Fürs? Ne, Dagoth Für? Ne, wer ist nicht Dagoth Für? Wer ist der denn, verdammt? Ja. Auf jeden Fall, das war der einzige Zweck, der übrig war, weil der gerade zu diesem Zeitpunkt in Oblivion war. Und kein anderer von denen. Kann man das abfeuern? Natürlich nicht. Das stellt sich natürlich die Frage, warum das Schütze hier eh steht. Wahrscheinlich eher aus Gründen, weil es gut ist. Ich meine, so an sich sieht das hier schon sehr herrschaftlich aus, dass die Brücke halt eingekracht ist. Ich wundere es nicht mehr, wie immer. Wie ist das hier passiert? Na gut, wahrscheinlich von Steinen, die von oben herabgefallen sind. Theoretisch. Long story short, alles, was die hatten, war klobig. Und jetzt hast du halt diese Humanoiden, die, ich hatte es ja letztes Mal beschrieben, dass damals meine ersten Schritte mit Nidhitor waren, hat da eine Dwemer-Rüstung. So ein Humanoiden-Dings. Du konntest halt die ganzen Körperteile, konntest halt den Rüstungszellen zuordnen, das hat dann zu dir passt. Na, hast du halt so eine wirkliche Rüstung gehabt. Aber eigentlich haben die Dwemer nie irgendwie so was feingliedrig gebaut. Ich meine, das. Sotasil hatte halt diese Tierroboter, die so ein bisschen feingliedriger waren, aber die waren Schatten? Okay, also diese komischen Babbeln gibt es hier anscheinend jetzt mehr. Es ist nicht nur ein Kletterrätsel. Was zur Hölle ist das? Ich nehme an, es hat etwas mit dem zu tun, was unser guter Kumpel Radar Elzaran hier tut. Ich hoffe, es möchte irgendjemand erklären. Sie sammeln? Die sehen ja witzig aus.
jemand durch Zufall Stargate Atlantis geguckt. Da haben sie irgendwo. Quatsch, nicht Atlantis, das ist normale Stargate, SG-1. Da gab es irgendwann zwischendurch, wo ihnen die guten Bösewichte ausgegangen sind. Und die. Wo sie eigentlich schon die Staffel abschaffen, wo sie eigentlich aufhören wollten mit Stargate SG-1. Da hatten sich. Da haben sie denn den Bösewicht, der bis dahin immer gute Dienste, Apophis. Nee, hieß er Apophis? Irgendein Meteorit, der glaube ich letztes Jahr hier hätte einschlagen müssen, was er aber nicht getan hat. Oder 2019, heißt auch so. Ich glaube, es war Apophis. Den haben sie dann irgendwie getötet und dann ist ihnen eingefallen, ey, wir machen aber trotzdem die Staffel weiter. Sie brauchten einen neuen Gegner. Dann haben sie halt Anubis eingeführt. Und Anubis sieht ungefähr genauso aus wie das, weil der ist. Die Story war irgendwie, dass der so. Da seid ihr ja. Wir haben ein Problem. Ach, Mensch. Dass er irgendwie so semi aufgestiegen ist. Das war die große Stargate-Story. Und dass er halt irgendwie nur so eine Art waberner Schatten war, der in so einer Robe steckt. Anstatt wie so ein normaler Goa'uld aussieht. Und daran haben die mich gerade erinnert. Und dann merke ich davon. Dimmer bauen groß und klobig ein Zeug und diese ganzen Dampfmaschinen sahen ja nie irgendwie klein aus. Und das Zeug jetzt hier ist irgendwie eher. Naja, kleinteilig, ne? Es sei denn, hier hat irgendjemand noch nachher konstruiert. Hallo, Verandis. Hier haben Rade Alzaran und Fürstin Belein das Gebäude betreten. Doch ich finde keinen Weg, um die Türen zu öffnen. Ich vermute, dass sie deshalb den Schlüsselstein brauchten. Na, dann holen wir jetzt den Schweißbrenner raus, machen das hier auf oder was? Eine gute Frage. Sehen wir uns um. Diese Ruine ist nicht ganz erhalten geblieben. Teile von ihr sind über die Jahre verfallen. Vielleicht können wir einen Pfad durch die Trümmer finden. Seid nur vorsichtig. Ich habe sowohl Konstrukte als auch schattenhafte Kreaturen durch diese Ruine streifen sehen. Ja, gut. Schattenhaft? Die Konstrukte stammen von den Dwemern und ich hätte sie hier auch erwartet. Die Schatten? Es scheinen Wesen aus tiefschwarzer Finsternis zu sein. Recht verstörend. Und möglicherweise gefährlich. Etwas Ungewöhnliches hat von diesem Ort Besitz ergriffen. Tja. Es ist immer noch die Frage, Rade Alzarans wirken oder irgendwas anderes, was tangential damit zu tun hat. Nein, wir werden es bestimmt erfahren. Aber trotzdem, die Dwemer-Konstrukte, ich bin 100% damit zufrieden. Obwohl der zum Beispiel dieser riesengroße Dwemer-Käfer, den wir jetzt mit oder zweimal gesehen haben, der wiederum passt eigentlich total ins Konzept. Ein großer Roboter. Da könnte man sich halt irgendwie vor. Also, irgendwie. Ich habe gerade dieses Stargate-Äquivalent gemacht. Den Stargate haben sie dann irgendwann auch diese Antiker, was halt irgendwie die Vorläufer-Zivilisation der Menschheit ist. Und die Antiker, die entdecken dann halt immer wieder irgendwelche Konstruktionen oder Maschinen, die Antiker gebaut haben, die halt irgendwelche crazy Sachen machen. Wie zum Beispiel eine Zeitmaschine, was dann irgendwie nochmal im Nachhinein noch erklärt wird. Wer der Typ war, der das Ding gebaut hat und so weiter und so fort. Und das Ding ist, dass. Genau so stelle ich mir das, wenn man auffordert. Also dieser riesengroße Dwemer-Skarabäus, das könnte man super erklären mit, das war halt ein einzelner Forscher, vielleicht in einer Forschungsgruppe, die haben sich halt irgendwie gedacht, wir bauen jetzt so einen Skarabäus und das, vielleicht hat irgendjemand anderes das Ding noch kopiert. Das sind jetzt zwei oder das eine ist der Prototyp, das andere ist die Serienfertigung, aber dann waren sie halt weg. Aber alles, was wir über Dwemer-Technik wissen, ist, dass es genau eine Stufe hat. Und das ist halt, die Centurion sind anscheinend irgendwie der Höhepunkt der Dwemer-Roboter. Vielleicht, weil sie es nicht kleiner bauen wollten, weil sie es nicht konnten. Oder weil das einfach noch nicht so weit war. Also die haben ja irgendwie relativ wenig anderes, was irgendwie klar ist. Ich überlege gerade, selbst die Fallen, eigentlich ist alles, was die Dwemer gebaut haben, immer relativ grob gewesen. So feinmechanische Hände oder so hatten die eher nicht. Naja, Sutasil hat halt wie lauter kleines mechanisches Zeug gebaut, aber die Dingens nicht. Also Sutasil hat ja auch seine komischen, wie hießen die Viecher, diese kleinen Viecher da, die halt schon menschlich waren, die irgendwie die Erinnerung von irgendwas. Also die ganz creepy waren. Ich weiß gar nicht, ob ich da zu wenig nachgeforscht habe, ob da über die Teile einfach nicht mehr zu erfahren waren. Die waren auch immer sehr, sehr gut. Dabei hätte ich übrigens auch gerne mehr gesehen. Na egal. Und dann bin ich davon. Hat der irgendeine Ahnung, was Death Note ist hier? Ich wünschte, ich könnte es mit Gewissheit sagen. Bisher habe ich schrecklich wenig über Dwemer-Ruinen gelesen. Es kommt mir allerdings so vor, als hätte der Name Arkzand eine Verbindung zu einer Universität oder einer Bibliothek. Dieser Ort wirkt irgendwie akademisch, findet ihr nicht? Finde ich nicht, aber ich meine, ich habe auch irgendwie sowas gelesen. Na gut, und was für Schattenwesen sind das? Das sind Dwemer, ne, wahrscheinlich eher nicht. Ich sehe nichts Dwemerhaftes in ihrem Verhalten oder Erscheinungsbild. Dwemer waren sorgfältige Gelehrte. Ihre Konstrukte, ihre Architektur, alles daran ist präzise und kontrolliert. Diese Schatten sind wie wilde Tiere. Was auch immer sie hervorgebracht hat, hat vielleicht gar nichts mit den Dwemer zu tun. Wir wissen ja, dass die Dwemer an sich aber trotzdem keine netten Elfen waren. Na gut, Arana findet übrigens die Finster nicht so geil und ist dessen ganz schön abgehauen. Das erklärt mich so einiges jetzt.
Rake-Magie kommt mir wild und unberechenbar vor. Arana hat aber offensichtlich eine starke Verbindung zu dem Aufwallen und Abebben der Geister. Sie könnte diese Kreaturen gespürt haben, doch ich vermute, etwas anderes bereitete ihr dieses Unbehagen. Oh toll, noch mehr Probleme, was denn? Die Quelle dieser Schattenwesen, dieser Schemen. Ich spüre eine Verderbnis, eine Leere. Je länger ich ihr nahe bin, desto mehr vermute ich, dass es genau das sein könnte, was Rada Al-Saran und Fürstin Belain überhaupt erst hierher gelockt hat. Bleibt wachsam, meine Freundin. Ich bin immer wachsam. Obwohl, naja, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich bin immer nicht wachsam. So richtig, sie sind halt einfach irgendwie... Woran erinnern die mich? Das ist halt irgendwie... Wir können ja nicht beglückt liegen, dass wir nie gegen Gegner kämpfen, gegen die wir nichts machen können. Schattenkoloss? Da oben ist wieder so eine Bubble, ne? Interessant. Ja, gut, das ist universitär. Ist halt die Frage, wie die. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass alle die immer geforscht haben. Hatten wir nicht auch den einen Typen, der die Seele von irgendjemanden in so ein Wehrmacht-Centurio gefangen hat? Das ist eigentlich ein Seelenstein, aber da hat er den Seelenstein dazu gebracht, hat, das Ding zu kontrollieren zu können. Oder zumindest war das die Idee, das hat alles nicht so richtig funktioniert. Also ich würde die Dwemer jetzt eher so als verrückte Wissenschaftler bezeichnen. Oder zumindest amoralische Wissenschaftler. Also nicht unmoralisch, sondern einfach nur frei von jeder Moral. Leeren Fäule. Warte mal, können die auf mich zukriechen? Oh ja, tatsächlich. Ist ein Blob. Cool. Oh, Verandes kann Zauber. Was macht der denn da eigentlich? Verandes, was genau tust du da eigentlich? Bufft er mich? Noch mehr Dunkelheit. Ich habe das nicht gerade lange gesagt. Das ist dieses Eingebäude, wo die rein wollen. Super. Hat wahrscheinlich einen Riesenkeller. Diese Tür ist ganz klar blockiert. Und diese merkwürdige Energie. Wartet. Ist da etwas auf dem Boden? Nee, überhaupt nicht. Aber wir können trotzdem mal gucken. Die Bibliothek von Arkenzand. Wir haben die Urinen erreicht, die Fürstin Blaine die Bibliothek von Arkenzand nennt. Sie sieht mir nicht sonderlich nach einer Bibliothek aus. Es macht mir Sorgen, wie besessen Blaine davon ist, dieses finstere Relikt zu erwecken. Ich glaube, dass die Jahrhunderte der Isolation ihren Tribut zollen. Durch die Anwesenheit des Relikts sind offenbar für einige seltsame Energietaschen entstanden. Fürstin Belain behauptet, dass ihr Volk die Macht der Energie genutzt hat, um sich über kurze Strecken zu teleportieren, um ansonsten unzugängliche Orte zu erreichen. Der Aschefürst hat mir den Auftrag erteilt, dieses Phänomen weiter zu untersuchen, nachzugehen, da es der grauen Schar große Dienste erweisen könnte. Ich werde nach Kräften versuchen, den Nutzen dieser leeren Portale zu bestätigen. Allerdings werde ich vorsichtig sein. Ich habe gesehen, wie es mit der Zeit mit jenen passiert, die sich in der Dunkelheit hier laben. Das ist kein Leben mehr. Mir ist klar, dass dieses Bündnis mit Fürstin Belain für die Ziele der Grauen Schar notwendig ist. Aber wir dürfen uns nicht in den Wahnsinn fangen lassen. Pentarch Zibernes. Warte mal, ihr Volk? Was genau ist Belain? Also sie ist anscheinend nicht... Also sie ist offensichtlich auch irgendwie älter. Und vor allen Dingen, Jahrhunderte ist sie zu, war sie hier unten gefangen. Woran ist? Enthielt diese Notiz wichtige Informationen? Durchaus. Dieses Pergament wirkt verhältnismäßig neu und unbeschadet. Was steht darauf? Die haben noch keine Papierherstellung? Die müssen Papierherstellung erfunden haben, oder? Ich meine, Tech-Level-mäßig sind die im Hochmittelalter. Per Bibliothek. Die Bibliothek von Arkzand. Interessant. Ich gehe davon aus, dass in einer Dwemer-Bibliothek mehr als einfach nur Bücher stehen. Steht dort sonst noch etwas Relevantes geschrieben? Finsteres Relikt erwecken, was auch immer es sein mag. Ein finsteres Relikt? Das klingt unheilverheißend. Und ist ziemlich wahrscheinlich die Finsternis, die Arana gespürt hat und die ich jetzt auch spüre. Sie könnte auch der Ursprung all dieser Schatten sein. Sonst noch etwas? Lehrenportale. Lehrenportale. Ein finsteres Relikt, das Macht verströmt. Und seltsame Schatten. Wir dürfen nichts davon in Rada Al-Sarans und Fürstin Belains Hände fallen lassen. Lasst uns sehen, was wir... Ja, ich suche mal weiter. Untersucht die Ruinen. Jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen. Okay, ich kann einfach rumrennen. Also diese Säulen sehen schon irgendwie so aus, als würden wir flanieren. Wir haben übrigens Funk und Fernsehen generell irgendwie immer einen falschen Eindruck von so Universitäten und so gegeben. Vielleicht größtenteils, weil es amerikanische Filme waren. Oh, was ist denn das hier? Also auf der Karte ist es hier einfach nicht drauf. Weil, wo ich denn tatsächlich mal studiert habe. Ach, guck mal, hier geht hier hoch. Aussichtsplattform der Bibliothek? Moment. Es macht übrigens gar nicht mehr dieses coole Geräusch, dieses... Oh, die Bibliothek ist aber echt groß. Oh, da drin ist bestimmt wieder irgendein riesengroßes Sternebeobachtungsding für virtuelle Sterne. Warte mal, es geht hier noch weiter hoch. Kammer des schwarzen Herzens.
Oh. Ich ahne, dass wir hier noch hinkommen. Bibliothekskalender. Warum macht das Ding jetzt Geräusche? Das beste Geräusch war, wie gesagt, immer noch das in Morrowind. An den Türen. Was ist das hier? Okay, das geht. Achso, hier geht's runter. Ah ja. Wie gesagt, groß und klobig haben die Dwemer gebaut. Und das passt hier irgendwie. Irgendwie. Ich meine, selbst hier diese kleinen Miniskarabäen sind eigentlich schon ein Affront. Meine Dwemer können das nicht. Da komme ich hier durch. Ich komme wirklich durch, oder? Oder? Haha, ich habe abgekürzt. Das war, sind die Lerntypen jetzt also die mitgekommen sind bei der Expedition hier, oder? Das waren die schon immer hier. Also die Schatten waren bis vor kurzem also noch nicht hier. Und die Dümmerkonstrukte kämpfen hier auch gegen Dingens. Na gut, wir finden. Unser Ziel ist tatsächlich ein. Achso, hier sind noch. Hier sind ganz schön viele davon. Solch eine Zerstörung. Und nicht durch den Zahn der Zeit. Hier ist etwas Schreckliches geschehen. Ja, schrecklich ist relativ voran, das beruhige dich. Wir finden. Ein Stück leuchtenden Stein. Leeren Portale. Die anderen sind längst weg. Auf der Suche nach den Akzent-Schlüsselstein. Fürstin Blaine, der Aschefürst, brauchen ihn, um die Bibliothek betreten zu können. Allerdings muss ich noch mehr über diese Energien herausfinden. Die stille Leere dieser Ruinen ist die perfekte Umgebung für meine Forschung. Niemand, der mich stören könnte. Nur willenlose Konstrukte und diese seltsam verformten Schatten, die innerhalb eines Augenblicks zwischen Energietaschen hin und her flitzen. Fürstin Blaine ist offenbar in der Lage, diese leeren Portale zu nutzen. Sicher kann auch ich das Geheimnis für mich entdecken. Trotz der Geheimniskrämerei, die Fürstin Belaine bezüglich des dunklen Relikts betreibt, konnte ich einen Durchbruch erzielen. Bei der Untersuchung der konzentrierten Energie in dieser Ruine stieß ich auf ein kleines Stück scherbenartigen Materials, das offenbar aus der Dunkelheit stammt. Jeder der Scherben ist enorm schwer, fast als würde eine Macht Gegenstände außerhalb zu sich ziehen. Wenn ich mich konzentriere, kann ich dieselbe Anziehungskraft um die Energietaschen herumspüren. Die Scherben wollen zu der Energie zurückkehren, aus der sie sicherlich hervorgegangen sind. Was so passieren wird, wenn ich mich einer der Energietaschen mit einer Scherbe nähere? Die nächste Entdeckung. Ich habe mich an einer Energietasche mit einer Scherbe genähert und schon offenbart sich mir das Geheimnis. Je näher ich kann, desto stärker wurde die Anziehungskraft. Plötzlich spürte ich etwas, was man aber nur als ein Rutschen beschreiben kann. Als wäre ich gestolpert, wurde hineinfallen, aber seitlich. Ich schaute mich um und stellte fest, dass ich anderswo war. Ich war mitsamt der Scherbe durch die Energie an diesen neuen Ort gezogen worden. Die Nutzung der Energie hat mir eine lang verschlossene Tür dieser Ruine geöffnet. Vielleicht brauchen wir den Akzent-Schlüsselstein ja doch nicht, um die Bibliothek zu betreten. Zumindest nicht, um das Gebäude zu betreten. So wie ich Fürstin Belaine kenne, hat der Schlüsselstein noch eine weitere Funktion, die sie von den Aschefürsten bisher nicht verraten hat. Pentarch Zivernes. Diese Scherbe sieht merkwürdig aus. Ja, ich habe mich da gerade auch überbelesen. Kann ich Ihnen das auch erzählen? Seht ihr diese Scherbe, die aus den Trümmern aufragt? Wie ein Stück verfestigte Finsternis. Ja. Seht sie euch an und sagt mir, was ihr davon haltet. Hast du noch welchen Input? Nicht der Zahn der Zeit. So viel steht fest. Anscheinend ist dieser Teil der Struktur einfach implodiert. Die Kraft hinter diesem Schaden muss unglaublich gewesen sein. Die Frage lautet, was hat solch eine Macht erzeugt? Könnte es das finstere Relikt sein? Das finstere Relikt. Eine Leeranscheibe. Der kann mich jetzt bestimmt teleportieren, oder? Oder wahrscheinlich die Dinger zum Springen benutzen. Diese schwarze Splitter mit zahlreichen Facetten vibriert in euren Händen. Er wirkt nicht natürlich, als wäre er nicht aus dieser Welt. Was übrigens auf ziemlich viele Dinge zutrifft, die wir so haben, ne? Und jetzt? Noch eine Notiz und eine seltsame Scherbe. Was meint ihr dazu, meine Freundin? Teleport. Interessant. Diese Scherbe erinnert mich an etwas, was aus der finstersten Ecke im Reich des Vergessens gerissen wurde. So verstörend dieser Gegenstand auch sein mag, ich glaube, wir sollten ihn behalten. Insbesondere, wenn wir damit die leeren Portale durchqueren können. Ja, laut Pentarch geht das hier. Ich würde vorschlagen, ihr versucht, eine Scherbe einzusetzen, um selbst durch eines der leeren Portale zu treten. Es ist ein beträchtliches Risiko, doch wenn wir diese seltsamen Taschen von Energie zu unserem Vorteil nutzen können, müssen wir es versuchen. Ja, dann. Das hier? Nee, ich muss das da. Nee, hä? Es hat funktioniert. Gut gemacht, meine Freundin. Kann ich jetzt jede Bubble nehmen? Nee. Jetzt soll ich wahrscheinlich das Ding an der Tür nehmen, oder? Nee, hä? Da muss ich denn. Seht da oben, zwischen den Säulen. Seht ihr dieses Portal? Ja. Warum teleportiert er sich direkt auf den Boden? Ja, toll. Hä? Aber durch die Tür, wir hätten ja auch überhaupt nicht hochklettern können, ne? Na gut, dann betreten wir jetzt die Bibliothek von Argenzahn. Man muss sich fragen, was die Dwemer in diesen imposanten Hallen studieren. Diese Welt war ihnen nicht gut genug, denke ich. Ich weiß nicht, wohin sie gingen, aber ich schätze, sie nahmen diese Unzufriedenheit mit sich.
das ist beeindruckend. Ja, in der Tat. Aber es liefert uns auch eine gute Gelegenheit für einen Cliffhanger und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Spieler. Das sieht tatsächlich sehr beeindruckend aus. Nehmen wir das nochmal eine Sekunde mit. Oh, die Decke sieht ein bisschen langweilig aus. Ist auch immer schwierig so. Ich spiele gerade Space Engineers. Das ist so ein Minecraft im Raum, im Weltraum quasi. Also das spiele ich mal so nebenbei, wenn ich mit meiner Freundin telefoniere. Und das Problem ist, wenn du so größere Flächen machst, dann endet das so wie das, sag ich mal. Das hat jetzt immer noch so ein gewölbeartige Struktur. Aber so größere Flächen sehen halt, wenn du nicht irgendwas tust dafür, sehen halt ganz schnell ganz da langweilig aus. Und das möchte man ja nicht irgendwie vermeiden, ne? Naja gut, unabhängig davon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.